Dieser Beitrag wird euch präsentiert von Radio NSR2, die Alternative. Besucht uns auch im Internet unter www.nsr2.de. Ihr seht, hat das Niveau auch schon für Sie, das Niveau! Genau, das Niveau hat einen sehr hohen Pegel erreicht so. Hier. Das gibt es ja gar nicht. Was ist denn das hier für ein Mist? So, besser ist das. Also, ihr seid betontot. Sag mal ganz kurz, in der kleinen Zusammenfassung, wer bei euch mitspielt. Schlagzeug, Kralle, Bass, Adam, Gitarre, Mario, Gitarre, Eule, Gesang, Meister. So, betontot. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Nächste Frage. Nächste Frage, okay, überspringen wir einfach. Pass auf, ihr habt eben das neue Album erwähnt, das ihr am Aufnehmen seid. Sehr schön. Gibt es da schon Konkreteres? Könnt ihr was zum Titel sagen oder irgendwelche Angaben zu dem Album? Wie viele Lieder, irgendwas? Also wir sind im Moment im Studio. In demselben Studio, wo wir auch die Schwarze Blut aufgenommen haben, also unsere letzte CD. Und sind eigentlich mit allen Instrumenten durch, bis auf den Gesang. Und den Gesang, unser Sänger war heute noch im Studio und hat so die, ich glaube, die letzten Lieder eingesungen. Jetzt kommt noch ein bisschen Chorus dabei und dann hoffen wir oder sind wir guter Dinge, dass das Ding irgendwann im August rauskommen wird. Und es heißt Agrophonie. Sehr schön, da wissen wir schon mal, wie das Album heißt und ein bisschen mehr als die anderen. Album Schwarzes Blut, sehr geiles Album. Apropos, schön, ich will nicht ungern unterbrechen, aber das ist die Weltpremiere. Das weiß kein Mensch. Ja, wunderbar. Also ganz exklusiv mir die Information. Aber nochmal kurz auf das Album Schwarzes Blut, was bis jetzt euer aktuelles ist. Für mich persönlich, ich höre auch Betontot, das absolute Highlight bisher. Songs drauf wie Kinder des Zorns oder Generation X, wo ich sagen muss, auch textlich 1A. Wer schreibt bei euch die Texte? Macht ihr das alle zusammen oder ist das eine Person? Ich. Also du ganz alleine für die Texte verantwortlich, dann größtes Lob an dich. Wie ist denn die Resonanz so bisher auf eure Songs? Habt ihr schon Gutes gehört oder Schlechtes? Vor allem Schlechtes? Nee, eigentlich gar nicht, weil schlechte Dinge hört man ja selten, zumindest selten raus, sagen wir so, aber ich denke, der Sprung von der Stoppt uns, wenn ihr könnt, was das Album davor war, bis zur Schwarzen Blut, das ist eigentlich ist schon ein Meilenstein und auch in der Bandentwicklung und das, was sie in dem Zeitraum, in der Zeitspanne, was wir auch erlebt haben, was uns die Leute irgendwo gegeben haben, in dem kurzen Zeitraum eigentlich seit 2006, ich sag mal 2007 ging es richtig los, bis heute, 2009, das ist einfach nur ein Traum. Die Leute sagen ja auch, oder oftmals hört man es zumindest, wenn man in Foren rumgeistert oder irgendwas im Internet liest, ja, Betontot, das ist ja schon lange kein Punkrock mehr und egal was sie singen mit Viva Punk, scheißegal, ist kein Punkrock mehr. Was sagt ihr dazu? Ja gut, was ist Punkrock? Richtig, aber ist Punkrock jetzt irgendwo mit bunten Haaren irgendwo in irgendeiner Stadtmitte zu sitzen und irgendwelche Leute anzuquaken? Nee, ich denke mal, Punkrock ist irgendwie ein bisschen mehr als der übliche Scheiß, den man so mit Punkrock in Verbindung bringt. Für mich ist Punkrock eine Lebenseinstellung. Ich denke mal, wie für viele andere Leute auch. Egal was jetzt dahinter steckt, was weiß ich, keine Ahnung. Ich denke mal, der Vollarsch in der Bank, der irgendwo hinterm Schalter steht, der kann genauso Punkrocker sein wie der Typ, der irgendwo in der Innenstadt sitzt und dich um Euro quatscht. Also von daher ist Punkrock ein bisschen mehr als das, was man im Normalen dahinter sieht. Ich denke mal, wir haben versucht, irgendwo ein bisschen mehr Rock reinzubringen und weiß nicht, ich glaube, es ist uns gut gelungen. Wenn manche Leute denken, es ist kein Punkrock mehr, ja, mein Gott, ey, scheiß drauf, kann ich mit leben. Ich auch, sehr gut sogar. Also ich denke, man sollte immer das singen, was man fühlt und vom musikalischen her kann man es einfach nicht schlecht heißen, auf keinen Fall. Die Entwicklung ist 1A und ich hoffe, dass das so weitergeht mit der neuen Platte dann. Ja, im Glück auch wird er zum Beispiel auch Düsseldorf als Stadt besungen. Heute war er wieder hier. Wie habt ihr es gefunden, wie jetzt nach dem Konzert? Was könnt ihr dazu sagen? Ja gut, wir kommen aus dem Vorort von Düsseldorf theoretisch, aus Rheinberg, wo schon unsere goldene Claudia Schiffer herkommt. Ja, das ist die einzige Stadt im Ruhrpott, die nicht zum Ruhrpott gehört, aber voll Ruhrpott ist. Und, weiß nicht, Düsseldorf ist immer ein Highlight. Wir haben
was weiß ich hier, unser, den Junggesellenabend von unserem Sänger haben wir in Düsseldorf in der Altstadt im Englischen verbracht, wo Fischli, der große Fischli noch irgendwie Musik gemacht hat. Weiß nicht, und das ist ein Teil irgendwo, zum Beispiel, wo dieses Textteil entstanden ist. Ne? Also das handelt genau von dieser Szene, wo wir in Düsseldorf in der Altstadt sitzen, besser gesagt ich kotzend in der Ecke und unser Sänger raketenvoll zu Fischli-Songs am Tanzen war. Und weiß ich nicht, das kann man irgendwie, ich denke mal, unser großes Plus, oder wie soll ich das beschreiben, unser, warum das vielleicht auch so gut ankommt bei den Leuten ist, weil es nicht irgendwie daher gequarkt ist und irgendwie getextet ist, sondern weil es einfach nur das ist, also aufgeschrieben in Wörtern, das, was wir erlebt haben. Ja? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das Engelchen, mal gerade so als Randbemerkung, auf jeden Fall ein Highlight für jeden, der in Düsseldorf in der Altstadt ist und auf Punkrock und so steht. Sollte man sich antun. Sehr nette Besitzer, sehr coole Kneipe. Ja, was gerne wieder. Schön. Ja, was steht bei euch als nächstes an? Habt ihr schon irgendwelche Planungen? Ich meine, im Studio seid ihr jetzt gewesen. Klar, sonst noch irgendwas in Aussicht? Ja gut, also wie gesagt, wir sind im Moment in den letzten Zügen zum Album Agrophonie. planen natürlich dann unsere Tour, die wird wahrscheinlich, wenn alles glatt geht, irgendwo im September, Oktober starten. Dann wird erstmal beginnen mit ein paar Konzerten mit den Skeptikern, weil an denen haben wir auch irgendwie Narren gefressen. Das ist, ich meine, wichtig ist, wenn man mit einer Band auf Tour geht, dann immer irgendwo, dass die Psychologie und die Chemie stimmen. Und das tut sich zwischen den Bands unheimlich, obwohl der Altersunterschied so hoch ist, aber es macht unheimlich viel Spaß, mit den Jungs auf Tour zu gehen. Und genau wie heute haben die mit Massendefekt, das ist ein Traum. Es gibt so ein paar Bands, mit denen kann man richtig gut feiern und das ist uns halt wichtig. Ich meine, wir könnten vielleicht auch mit x-beliebigen anderen Bands auf Tour gehen, aber da wird ein bisschen fehlen. Ja, ich sag mal, die Kollegen, das ist ja auch bei den Aufnahmen im Studio und so. Man kann es einfach nicht mit jedem machen, es müssen die vernünftigen Leute dabei sein, in der Band auch, die Chemie muss stimmen. Man muss sich halt untereinander verstehen und umso besser ist die Stimmung hinterher auch auf den Konzerten. Massendefekt gerade schon angesprochen, kanntet ihr euch schon vorher oder seid ihr jetzt hier das erste Mal mit den Jungs auf der Bühne? Ja, wir haben uns irgendwann 2003 oder 2004 bei einem Konzert irgendwie bei Wölli hier von den Toten Hosen kennengelernt. Rock am Turm heißt das, glaube ich, ne? Meerbusch irgendwie. Und seitdem, weiß nicht, seitdem hat es irgendwie gefunkt. Keine Ahnung. Weiß nicht, ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass sie irgendwie letztes Jahr nichts mehr gemacht haben, die Jungs, aber jetzt sind sie wieder am Start und ich freue mich auf ein paar coole Gigs mit den Jungs. Ja, die Jungs haben eben gesagt, neuer Album ist auch in Planung, zwar noch in der Zukunft, aber in Planung und wir freuen uns auch gewaltig drauf.